This is GFL Football. 2K5 Athletic. Offizieller Ausstatter von GFL Internet, TV und Radio. Die Marburg Mercenaries haben wohl den Abstieg aus der GFL Süd verhindert. Für die Playoffs sind sie nicht gut genug, ganz im Gegensatz zu ihren Gästen aus Schwäbisch Hall. Weiterhin ungeschlagen auf Kurs Südmeisterschaft. Nach einem Three and Out von Marburg die ersten Punkte im Spiel. Hall brauchte 4 Spielzüge für 68 Yards, die letzten 10 davon durch John Santiago zum 0-7. Marburg anschließend mit einem First Down, dann ein Punt und dann wieder der Handoff an Santiago und 36 Yards später steht es 0-14. Die Haller zum ersten Mal seit Wochen mit allen Amerikanern an Bord, volle Kapelle. Das einzige Problem, Quarterback Alexander Haupert fehlte mit Schulterverletzung. Jetzt schauen wir auf die Marburger ohne Marcus Cox, dafür Marvin Hart, der Safety in der Offense, hier mit dem Touchdownlauf zum 7-14. Er verletzte sich allerdings dabei. Dann die andere Seite, Ian Gerke, der Vertreter von Alexander Haupert, mit dem Pass auf Santiago, 19 Yards, 7-21. Der direkt nächste Offensivspielzug in der Partie für Marburg, Sunny Weishaupt auf Aaron Seward und 84 Yards. Und der Touchdown für Marburg. Die Mercenaries hielten mit in der Anfangsphase. Marburg verkürzt auf 13-21. Aber die Haller Offense war einfach nicht zu stoppen. Gerke auf Tyler Rutenbeck. Ein verpasster Tackle. Und dann ist der Weg frei in die Endzone. Rutenbeck, der auch wochenlang gefehlt hatte, nähert sich seiner Bestform, 13-28. Anschließend 3 and out Marburg und dann wieder Gerke und wieder Rutenbeck und wieder Touchdown, 13-35. Und das Muster setzte sich jetzt fest. Punt Marburg, dann zweiter Spielzug für Schwäbisch Hall. Handoff zu John Santiago. Touchdownlauf 40 Yards, 13-42. Und immer noch nicht Halbzeitpause. Und nochmal die Haller Offense und Gerke und Rutenbeck, die beiden Amerikaner, machten mit den Marburgern, was sie wollten. Der Pass hier war noch nicht mal besonders gut. 13-49, 7 Drives, 7 Touchdowns für Schwäbisch Hall in der ersten Hälfte. Und wie ging es nach der Pause weiter? Erster Ballbesitz Hall. Und einer fehlt ja noch im Reigen, nämlich Moritz Böhringer. Der bekommt hier den Pass von Gerke. 15 Yards später steht es 13-56. Und dann war es auch mal Zeit für die Haller Defense. Sunny Weishaupt mit dem Pass abgefangen von Montez Lattimore. Und der mit dem Interception-Return-Touchdown zum 63-13 aus Sicht der Gäste. Dann rein ins vierte Quarter, die letzten 12 Minuten reine Spielzeit. Erstmal Punkte für Marburg. Field Goal Nicola Perona aus 27 Yards zum 16-63. Aber dann halt wieder die Unicorns. Mit dem Handoff zu Yannis Fiedler und der darf auch mal von der eigenen 20-Yard-Linie und dann ist er zu schnell für die komplette Marburger Verteidigung. Ein 80-Yard-Touchdown-Lauf von Yannis Fiedler zum 16-70. Und die letzten Punkte der Partie gehörten auch den Hallern. Gerke auf Leon Friebel aus 6 Yards, 16-77. Das ist der Endstand, klare Angelegenheit in Marburg für den amtierenden Südmeister.